Aloha, ich grüße euch. Ich war im Action und habe ein paar Neuigkeiten bekommen. Und wenn ihr wissen wollt, was, dann bleibt dran. Nach dem Intro geht's los. Schön, dass ihr dran geblieben seid. Ich habe bekommen die neuen Glitzerblöcke, die Colored Paper Pads with Glitter. Und es gibt wieder neue Spitzenbänder. In der Art hat es schon mal gegeben. Ich denke, die sind etwas anders wie die alten. Die zeige ich euch gleich. Und oh, da freue ich mich besonders drüber. Es gibt wieder die Kartenrohlinge mit den Umschlägen. Ihr werdet begeistert sein, zeige ich euch gleich. Aber jetzt fangen wir mit den Blöcken an. Ja, ihr seht hier, ui, das ist eine Menge. Das sind nicht nur die neuen. Ich habe die alten, die ich gerade so ja, finden konnte, mal rausgesucht. Das sind die neuen. 1,89 in den Niederlanden. Ich weiß nicht, was sie in Deutschland kosten. Blättern wir auch gleich durch. Von Craft Sensation 30 Blätter mit 13 verschiedenen Farben, 180er Grammatur inklusive 8 Glitterblättern. Da haben wir einmal diesen kräftigen. Wie gesagt, blättern wir gleich durch. Dann den pastelligen. Mag ich auch total gerne. Dann diesen hier, der so ein bisschen ja, mit Mint und Rosa. Na, ihr seht hier so ein ganz dunkles Rot mit so einem Schüsschen Rosa drin. Dann Magenta. Aber das machen wir ja gleich. So, und dann mein persönliches Highlight, dieser hier. So einen hat es bei Action noch nicht gegeben. Also entzieht sich meiner Kenntnis. Und den finde ich richtig klasse. Mal komplett was anderes. Und ja, richtig toll. Die schauen wir gleich durch. Und die gab es ja schon mal. Und zwar habe ich hier die von 22. Von 2022. Die sahen so aus. Der war hier so komplett in grün-türkis gehalten. Dann gab es einen rosanen. Auch bei den Glitterblättern. Und es gab diesen kräftigen. Da gucken wir gleich mal im Vergleich. Wow. Der sieht so aus. Und dann gab es auch den pastellfarbigen. Da fehlt schon ein bisschen was. Der ist etwas dünner. Weil ich dann doch eher Pastell nutze wie das kräftige. Das vergleichen wir gleich. Und das müssten noch ältere gewesen sein. Na, immer mit einem anderen Vorderfoto drauf. Da habe ich noch ein bisschen was ausgestanzt. Dann gab es hier wieder den komplett in Pink. Und auch den grünen. Und auch einen pastellfarbigen. So, aber wir vergleichen die von 2022 mit den jetzigen. So, ich fange erst mit den anderen an, bevor ich zu meinem Lieblingsblock komme. Und wir gucken mal, welchen wir vergleichen können. Eigentlich können wir den hier mit gar keinem vergleichen, weil das ist ja quasi so ein Mix, denke ich, aus diesen beiden. Wenn man das so ein bisschen schaut. Aber das ist ein dunkles Rot, finde ich sehr, sehr schön. Wir blättern mal durch. Und war das, ja, das sind jetzt die neuen. Ich finde, das ist sehr, ein sehr, sehr schönes, ja, grün-blau. So richtig
Petrol, ne? Eher so Petrol. Da sind ordentlich Blätter drin. Ja, die sind auch noch ein bisschen. Von der Farbgebung, seht ihr? Schon ein bisschen. Die unterscheiden sich schon. Dann haben wir das Glitzerblatt. 3 Stück. Dann haben wir so ein schönes Hellblau. Da sind 2 drin. Ein Hellrosé. Dann kommen wir eher so ins Rosane. Und dann geht es so weiter, ne, mit ja, Pink. Obwohl richtig pink ist das nicht. Was ist hier für ein Fleck drauf? Ich habe es noch nicht großartig angefasst. Dann haben wir hier dieses Lila. Da sind 4 drin. Und dann geht es weiter. Das hat alles so ja, rot-pink stichig. Und das hier ist für mich eher so ein Bordeaux. Aber richtig schön, richtig edel. Finde ich total schön. Ich guck mal, dass ich euch das so... Ne? Guck mal, super Farbauswahl. Jetzt können wir mal ein bisschen vergleichen. Also ich denke, die Farbe ist nicht drin. Ne? Nee. Nee, auf gar keinen Fall. Nein. Wenn ich das so, ich gehe jetzt nicht Blatt für Blatt mit euch durch, aber nein. Komplett andere Farbgebung. Ich will das mal vergleichen mit dem. Nein, ihr seht, es ist anders. Es hat eine andere Farbnuance. Und auch die anderen, die sind immer ein Tick anders. Also von daher, wenn einer sagt, mal, ich habe die ja schon, ne? Die Farbgebung ist ein bisschen anders. Jetzt machen wir hier mal mit dem. Das könnte, ja, ist auch, das Neue ist ein Tick heller. Nee, das ist auch, seht ihr? Ich mach mal weiter. Nee, vielleicht da, aber auch da seht ihr den Farbunterschied. Ne? Er ist nur leicht, aber er ist da. Ne? Zu diesem Vergleich zu dem alten. Ne? Ich finde es richtig schön. Vor allem finde ich jetzt schön, da haben wir bei dem alten, hat mir teilweise das grüne Glitzer nicht gefallen. Das hellgrüne schon, aber das andere passte irgendwie nicht. Und da finde ich das hier doch jetzt wesentlich schöner. Hier ein schönes Mint. Dann hier so ein Aprikot, ganz helles. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, das war der erste Block. Dann kommen wir hier zu dem pastelligen. Schönes Gelb. Orange. Ja, das ist so ein Mittelding daraus. Kann man bestimmt auch gut kombinieren mit diesen Slimline Paper Pads. Hier haben wir ein Rosa. Ja, wieder dieses Lila Rosa. Hier kommen wir Flieder. Lila, oder das ist eher Flieder. Dann hier mit so einem Schüsschen Blau. Hier haben wir das schöne hellgrüne Glitterpapier. Also richtig fröhliche Sommerfarben, finde ich total schön. Sehr, sehr cool. Das ist der neue Block. Das ist der alte Block im Vergleich. Wie gesagt, der ist nicht mehr voll. Ich habe geguckt, meistens hatte ich die doppelt. Ich habe jetzt die genommen, wo noch etwas mehr drin war. Fangen wir hier mit dem... Ja, Gelb habe ich hier jetzt gar nicht mehr drin. Okay. Aber hier.
Nee, das sind andere Farben. Ihr seht's. Auch mit dem Blau. Es ist anders. Hier kommt jetzt schon das Lila. Und das Lila ist, es ist eine Nuance anders. Einerseits gut, andererseits schlecht, wenn man dann irgendwas Größeres machen möchte und fehlt noch was, hätte man ja darauf zurückgreifen können. Auch hier andere Farbgebung. Trotzdem sehr, sehr schön. So, dann kommen wir zu dem, ja, Knallfarben, zu dem Bright. Ein wunderschönes, ja, Grün, richtig fröhliches Grün. Auch verschiedene Grüntöne. Dann haben wir hier das blaue Glitzerpapier. Dann Blau, Lila, Flieder, Dunkellila, ein sehr, sehr schöner Ton. Guckt mal, wenn ihr die drei hier. Ne? Auch eine schöne Kombi. Richtig schön. Dann haben wir hier dunkellila Glitzer. Dann haben wir hier so ein Pink und Rot, Gelb und ein ganz schön kräftiges Gelb. Jetzt vergleichen wir es mal. Hier geht es ja. Ach, guck mal. Es geht gleich los. Ich bin total gespannt. Und jetzt würde ich sagen, die könnten ungefähr gleich sein, oder? Ist das mit dem Grün? Moment, ist etwas kompliziert hier. Nee, das ist anders. Ja, also das ist nur vom Gelb ungefähr gleich. Mal hier zum Blau. Auch das ist anders. Ihr seht, in dem alten Block ist das dunkler. Dann gehen wir mal hier. Oh, da ist was Helleres. Nee, auch das passt nicht. Ja, Lila ist komplett anders. Okay, also sind die... Es könnte wirklich gleich sein, oder? Das ist ein bisschen strahlender, oder? Ich weiß nicht. Ja, der Glitzerblock. Richtig toll. Schöne Farbkombination. Und jetzt kommt mein persönliches Highlight. Richtig klasse. Den habe ich mir auch direkt zweimal mitgenommen. Richtig tolle Farben. Sehr edel, finde ich. Dann haben wir Weiß. Dann haben wir so ein ganz tolles Silber. Ich habe mir das... Vielleicht in Verbindung mit dem Weiß könnte, kann man das sehen. Ne? Guck mal. Ein ganz, ganz tolles Silber. Und dann hier Grau. Auch die Kombi. Mal gucken, wie das mit Weiß auch schön aus. Wahrscheinlich auch mit Schwarz sieht das auch toll aus. Klasse. So, das ist gleich. Dann haben wir hier so ein, ja, Anthrazit-Glitzer. Ich will die einfach mal so zur Kombi nebeneinander halten. Ja. Sehr, sehr schön. Dann haben wir hier ein Schwarz. Ich hoffe, das ist schwarz. Ich lege mal hier einen schwarzen Streifen. Ja, ist nicht ganz so. Seht ihr das? Den Streifen könnt ihr sehen. Ne? Ist nicht ganz... Dunkelschwarz, will ich mal sagen. Wie nennt man das? Keine Ahnung. So, dann haben wir hier ein schönes, ups, Braun. Entschuldigung, fällt da die Klebemaus runter. Finde ich richtig edel. Dann hier so ein, ja, Kamelfarben. Ich halte das mal so nebeneinander. Es könnte, so sieht es fast für euch aus, als wenn das Kraftfarben ist. Ich gucke mal gerade, Kraftfarben habe ich hier ein so ein Stück. Das ist so eine Kombi. Ne? Dann haben wir hier
diese Farbe, so Rost als Glitter. Und dann geht es weiter mit Braun. Ich will euch das auch nochmal, ne, damit ihr die Nuancen seht. Und das, man könnte eigentlich meinen auf den ersten Blick, das wäre gleich, ist es aber nicht. Ne? Nein, es ist etwas heller. Und dann haben wir das nächste. Und hier haben wir noch eine Farbgebung. So, jetzt seht ihr diese. Ich finde die total schön. Ja, richtig toll. Die gibt es jetzt aktuell bei Action. Ich wünsche euch viel Glück beim Jagen. Aber die werden überall in den Filialen werden die auftauchen. Hm? Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, welches euer Favorit ist. Meiner ganz klar der hier, weil das mal eine ungewöhnliche Farbe ist. Und ich finde auch sehr edle Farben. So, heiter geht's weiter. Nein, bunt geht's weiter. Und zwar von Avec diese 20 Postcards. Ich habe bei uns in der Filiale zwei Sets bekommen. Die haben gekostet in den Niederlanden 1,76. Kann sein, abweichend dann in Deutschland. Die gab es schon mal. Die hüte ich wie ein Augapfel. Aber jetzt kann ich ja, wenn ich weiß, es gibt die regelmäßig auch ordentlich verbasteln. Und zwar sind da 20 Kartenrohlinge drin. Die Maße sind 16,5 x 22. So, dann, ich mache mal gerade hier. So, mal 22, der ist wahrscheinlich ausgeklappt. Also der Umschlag hat die Größe 11, ein paar zerquetschte, also 11,2 oder 11,3 mal 16,8. Und die Karten, da kommen wir gleich, ach, das ist schon eine verknickt. So, die Karte ist so bei 16,6 mal 11. Also haben die wahrscheinlich diese Maße gemeint. Ausgeklappt. Ja, dann kommen wir auf 22 mal 16,5. Genau. So, aber darum geht es gar nicht. Also das wird normale Briefgröße sein. Da sind drin. Entschuldigung, ich habe einen Frosch im Hals. Ich muss es mal sortieren. Umschläge. Und zwar 1, 2, 3, 4 kraftfarbene. Und dann einer, der so ein bisschen metallic ist. Noch einer, der so metallic ist. Also die sind alle passend zu den Karten. Und dann haben wir hier, guckt mal, wisst ihr noch, als Action früher noch die bunten Umschläge verkauft hat? Also bunt meine ich mit Muster. Oh, leider gibt es die nicht mehr. Die waren ja auch für ein Apfel und ein Ei. Das sind die Umschläge dabei. Also die kann man auch schön einzeln verwenden für irgendein Goodie-Bag oder. Finde ich mega. Ne? Das sind die Umschläge. Ungefüttert sind die. Die haben hier so einen Rand zum Ankleben. Das sind die Umschläge dabei. Und dann zwei Metallic und vier Kraftfarben, ne? Und dann kommen jetzt die Kartenrohlinge dazu. Und zwar haben wir viermal Kraftfarben. 1, 2, 3, 4. Dann einmal Metallic Grün. Einmal Metallic Blau. Und dann haben wir nur noch normales Papier in diesem schönen Babyblau, zwei Stück, zwei in diesem tollen Grün, gerade jetzt passend zur Frühjahrszeit. Dann haben wir hier so ein bisschen dunkleres Blau, so ein frisches Mintgrün. Ja, das Blau. Und hier haben wir ein schönes Waldgrün, Moosgrün und hier so ein auch Babyblau. Also das noch ein bisschen, ne? Seht ihr vom dezent.
Ja, und da kann man drauf loslegen. Ne? Dann hat man das schon alles fertig mit passenden Umschlägen. Man macht entweder ein Mini-Album raus oder man macht ja, Karten raus. Ne? Also, ich finde es richtig cool. Tolle Farbgebung. Mag ich total gerne. Und bin froh, dass die wieder da waren. Vor allem 1,76 ist ja ein super Preis. Dann gab es diese hier noch. Das habe ich unten aufgemacht, warum auch immer. Da sind auch richtig tolle Farben drin. Ich zeige euch erstmal die Umschläge. Dann haben wir wieder, ist das viermal oder zwei, vier, fünfmal Kraftfarben. Warum steht hier auch fünfmal drauf? Ne, viermal. Okay, hier sind fünfmal Kraftfarben drin. Vielleicht fehlt sonst jemand. Also sonst ein Umschlag. Dann haben wir hier Metallic. Ja, ich glaube, es fehlt ein Metallic. Zwei Metallic Paper Cards, ja. Würde ich sagen. Oder habe ich hier noch einen Metallic? Nee, da, nee, doch, das Metallic. Dieses Gelb Metallic. Und dann fächere ich euch das wieder auf. Hier mit Herzchen. Moment. In der Zeit, ich das sortiere, könnt ihr gerne auf Liken drücken, würde ich mich freuen. Und es bringt mich weiter und kostet nichts. So, guckt mal. Mega, oder? Die Umschläge von der Farbenvielfalt, richtig klasse. Freue ich mich total. Wie gesagt, die kann man da nehmen, muss man aber nicht, je nachdem, wie man die halt auch dekoriert. Wenn ich eine Karte gestalte, eher was für einen Mann und da sind dann der Blumen drauf, dann passt das ja nicht so ganz. So, dann haben wir hier dieses tolle Gelb, zweimal Lila, Rosa, nochmal Rosa, und zweimal Fliederfarben, dann so ein, ja, ist das so ein Orange, aber ein schönes. Dann haben wir Kraftfarben. Da sind nämlich nur vier. Ah, habe ich einen Umschlag mehr. Okay. Dann haben wir hier dieses Metallic. Auch sehr hübsch. Dann lila Metallic. Und dann haben wir hier noch so Orange und Aprikot. Hm? Schön als Kartenrohling. Könnt ihr direkt drauf los. Stempeln machen, tun oder einen Kartenaufleger drauf. Hm? Und dann gib ihn. Ja, freue ich mich. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt, dass es die wieder gibt. Also, ich finde es top. Habe ich mich richtig gefreut. Denke, oh, die sind wieder da. Klasse. Ne, die letzten waren in der Farbgebung ein bisschen anders. Wenn ich die irgendwo finde, zeige ich euch die auch mal noch irgendwann. Aber, ja. Ne, von AVEC 20 Postcards. In den Niederlanden 1,76. Also, irgendwas um die 1,80 in Deutschland. So, dann kommen wir zum nächsten, wo ich mich richtig drüber gefreut habe. Da bin ich ja auch so Opfer. Kann ich nicht dran vorbeigehen. An den letzten Ribbon-Teilen, die so eingepackt sind, was richtig... ihr wisst das, diese kleinen, wohl ganz viele drin. Da konnte ich dran vorbeigehen. Die haben mir tatsächlich nicht so gefallen. Aber die hier finde ich richtig klasse. Ich nutze sie auch oft in meinem Bullet Journal. Ich mache jetzt mal kurz auf Pause und packe die alle aus. So, einmal ausgepackt, dann knistert es bei euch nicht so dolle. Ich habe fünf verschiedene bekommen. Da haben wir ja einmal die ja mit Blau und das ist so grau-grün. Ne, das ist eher grau und das ist so grünlich. Also ich finde es richtig hübsch. Das von Hobby Flora ist jeden Meter drauf. Hat gekostet 89 Cent. Und ich weiß nicht, ob die gleich sind mit den letzten. Ich kann es nicht sagen, aber ich denke, die meisten habe ich davon schon verwurstelt. Ich mache mal hier eins ab, damit immer. Ich werde die eh wieder aufhängen an meinen Grillrost. Das Video kann ich euch mal verlinken. Einige fanden die Idee gut, andere fanden sie doof. Ich finde sie gut und komme damit auch gut zurecht. Ich habe ja zwei verschiedene Aufbewahrungen. Einmal in Kisten aufgerollt und einmal halt an so einem Rost. Das Video verlinke ich euch. Das sind die Muster. Ja, ich finde,
schöne Farbgebung, richtig klasse. Dann haben wir das hier, nur das so Naturfarben, Braun, Aprikot. Finde ich auch schön. Ja, vielleicht weiß der ein oder andere von euch noch, wie die Vorgänger aussahen oder ob das die gleichen sind. Ich kann es gerade nicht sagen, weil ich da den Überblick verloren habe. Auf jeden Fall von den Farben her, die mussten mit. Dann diese noch. Auch richtig schön. Ich kann hier das Weiße ja mal, oder machen wir das Beige mal aufmachen. Ich finde es schön. Richtig klasse. Und dann haben wir noch dieses ja, Rosa, Weiß und unten ist ja das eher so Aprikot. Aber das seht ihr ja. Ja, das war mein Action Haul. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin gespannt, welches euer Lieblingsblock ist und was ihr zu diesen hier sagt. Ob das die genau die gleichen sind wie letztes, also als die letztens schon mal gab. Ich weiß es nicht, aber ich hätte sie so oder so gekauft, weil ich die toll finde. Und ich brauche die meistens fürs Bullet Journal. Und da ist schon mal, ich sag mal, gute 25. Wie groß ist das Bullet Journal? Ich weiß gerade nicht. Aber so viel ist weg. Das heißt, das reicht mir für 2, maximal 3 Seiten. Und dann ist das schon verbraucht. Ja, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Diesmal leider ohne Beispiele, weil ein bisschen ja, Zeitmangel. Es tut mir leid. Nächste Woche ist die Kreativa. Ich war dieses Wochenende bei meinen Eltern. Bin eben wiedergekommen mit Zwischenstopp im Action. Und deswegen filme ich das für euch. Normal war dieses Video gar nicht geplant. Schauen wir mal. Ich schau mal, ob ein Bullet Journal Video morgen kommt und ansonsten wird wahrscheinlich Donnerstag oder Freitag das Video zur Kreativa kommen. Vielleicht zwischendurch noch was, aber das kann ich nicht versprechen. Ihr Lieben, bleibt gesund, abonniert meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht getan habt. Das ist und bleibt kostenlos. Ihr würdet mich damit richtig unterstützen. Ich würde mich total freuen, wenn ihr mich begleiten würdet auf meinem Weg auf YouTube. Ihr Lieben, ich muss jetzt was trinken, sonst bin ich auch total heiser. Bleibt gesund, wir sehen uns. Tschüss!